Zunächst einmal möchte ich mich bei Herrn Zeitler und Herrn Kieselbach bedanken, dass sie uns an ihrer Gedankenwelt zur weiteren politischen Zukunft bzw. zu den weiteren Konstellationen teilhaben gelassen haben. Das entscheiden andere, was billig und was teuer ist, würde ich mal sagen. Also wir haben nie behauptet, dass die soziale Wohnungsbauquote das alleinige Allerheilmittel ist. Und wenn Sie zugehört hätten oder mal YouTube gucken würden, dann hätten Sie vermutlich mitbekommen, dass ich das auch in der letzten Stadtverordnetenversammlung nicht behauptet habe. Was wir im Prinzip bräuchten, ist natürlich ein Gesamtkonzept, in dem wir hier eine Planungsgesellschaft gründen, die sich mit Verdichtung beschäftigt, die sich mit Flächenkataster beschäftigt und die sich auch damit beschäftigt, wie man zum Beispiel ein Zweckentfremdungsverbot durchsetzen kann. Und ich wundere mich nach wie vor, ich kann das auch hier nur wiederholen, ich wundere mich, was in anderen Städten möglich ist, ist hier nicht möglich. Warum haben Sie in den letzten Jahren sich nicht Expertisen aus anderen Städten schon mal kommen lassen? Warum haben Sie diese Expertisen nicht auch transparent hier besprochen? Warum fällt Ihnen jetzt erst ein, dass wir hier ein Problem haben? Das stimmt nicht. Haben wir nicht. Ich habe in den letzten 3 Vierteljahr, seitdem ich hier zugegen bin, beziehungsweise in dem knappen Jahr, habe ich von Ihnen dazu noch nichts gehört. Und ich wasche mir meine Ohren fast täglich. Ich will Ihnen mal was sagen. Dass Sie über die Meinungen und Vorschläge der Sozialverbände, des DGBs und des Deutschen Mieterbundes hier einfach so lapidar hinweggehen, zeigt im Prinzip, dass Sie aus Ihrem Waterloo der letzten Kommunalwahl nichts gelernt haben, und es zeigt im Prinzip eine ganz grenzwertige spätfeudale